Eigentlich sollte der Staat nur in deine Freiheiten und Rechte eingreifen, wenn sie die Freiheiten und Rechte eines anderen beschränken. Ergo, meine Freiheiten enden dort, wo die Freiheiten meines Gegenüber beginnen. Aber warum werden KonsumentInnen von Cannabis immer wieder kriminalisiert? Obwohl schon lange bekannt ist, dass Cannabis weniger gesundheitsschädlich ist als Alkohol und dass das Suchtpotenzial als geringer eingestuft wird. Für den Besitz von Cannabis muss man mit einer Geldstrafe oder sogar einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren rechnen. Nur bei einer geringen Menge soll oder vielmehr kann von einem Strafverfahren abgesehen werden. Das aber liegt allein im Ermessen der zuständigen BeamtInnen. Für diese sogenannte geringe Menge gilt in jedem Bundesland eine andere Obergrenze. So kann in Berlin bei einem Besitz von 15 Gramm von einem Strafverfahren abgesehen werden. In Bayern liegt die Obergrenze aber schon bei 6 Gramm. Und in Sachsen zum Beispiel gibt es keine Obergrenze. Und die Staatsanwaltschaft entscheidet im Einzelfall. Eine solche Gesetzgebung wirkt zwangsläufig eher willkürlich als zweckmäßig. Deshalb setzen sich die Piraten für die Entkriminalisierung der KonsumentInnen ein. Auch Anbau und Herstellung für den Eigenbedarf dürfen nicht bestraft werden. Auch gerade im Zusammenhang mit der Gefährdung des Straßenverkehrs erleben Cannabiskonsumentinnen unverhältnismäßige Strafen. Die Willkür, gerade beim Entzug der Fahrerlaubnis, ist nicht nachvollziehbar. Fast jeder kennt Verwandte, Freundinnen oder Bekannte, die aufgrund von Cannabiskonsum ihren Führerschein verloren haben. Es drängt sich die Frage auf, warum FahrerInnen auch dann bestraft werden, wenn sie bei der Führung eines Kraftfahrzeuges gar nicht aktiv unter dem Einfluss von Cannabis stehen. Es braucht nachvollziehbare Richtlinien. Nur so kann endlich die Rechtssicherheit hergestellt werden, an der es gegenwärtig massiv mangelt. Mythen und Fehlinformationen über Cannabis und andere psychotrope Drogen bestimmen immer noch den Diskurs über eine selbstständige und sozialverträgliche Drogen- und Suchtpolitik. Eine umfassende Aufklärung über Drogen, ihren Gebrauch, mögliche Folgen sind die beste Prävention. Nicht nur an Schulen, auch in jeglichen gesellschaftlichen Institutionen müssen Informationen und Ansprechmöglichkeiten verfügbar sein. Statt den Konsum von Drogen zu verteufeln und dadurch Menschen mit einer bestehenden Abhängigkeit dazu zu bringen, ihre Sucht zu verheimlichen, müssen konsumbegleitende Programme und Hilfsangebote sowie Test- und Abgabestellen für einen sicheren Konsum aufgebaut werden. Finanzielle Mittel sollten also sinnvollerweise in Prävention und nicht in Repression gesteckt werden, um eine Drogenpolitik zu gestalten, die letztendlich allen hilft. Hanf ist mehr als Kriminalität und Drogenmissbrauch. Die Pflanze ist vielseitig einsetzbar, ob zur Herstellung von Kleidung, zur Verwendung als effizienten Baustoff oder als Medikament. Deshalb sagen wir, den Staat geht nicht an, was ich rauche, solange ich niemanden damit einschränke. Mein Körper, meine Entscheidung, mein Drogenkonsum. Deshalb am 26.09. die Piratenpartei wählen.